Willkommen zurück zu den letzten Zügen von Pyrandi. Wir sind schon ganz gespannt. Ich hab schon Angst, muss ich sagen. Ja, es ist Angst vor dem Ende. Das ist heiß, genau. Es sieht aus, als ob die Positionierung nicht stimmt. Ich möchte wetten, dass die Hand es sich zurechtgebogen hat. Der Lichtstrahl ist zu heiß, um daran vorbeizukommen. Und ich glaube, ich muss diesen Reflektor hier einfach in Blei verwandeln. Wieso kann sie da jetzt dran vorbeilatschen? Das verstehe ich aber kann auch wieder nicht so. Also, das kann sich also Pferde zaubern? War überflüssig. So ist da oben. Ja. So. Und jetzt kann ich da nämlich rein. Egal. Was ist denn da drin? Kyrandische Räder. Wo seid ihr? Ja. Da sind sie doch überall, die Räder. Ja, da sind sie überall. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo komme ich denn hier hin? Erstmal hier. Ich habe gehört, dass der Zufall die höchste Gesetzmäßigkeit ist. Na, sag nur an, ich will hier irgendwo weiter. Da komme ich nur wieder raus. Da war ein Pfeil. Dann lass uns doch mal da zum Haupttor. Ja. Wie geht's? Ah, das sind die Pfade. Aber ich glaube, ich muss... Das ist schon sehr gewagt. Ich glaube... Ja, lass uns erstmal dahin gehen. Da geht's zu den Schicksalsrädern, oder? Nee, wir sind bei den Schicksalsrädern. Ja, steht das sogar da, stimmt. Ja. Scheiße. Ja. Oh Mann. Unmöglich. Latsch. Meine weibliche Intuition, meine mystischen Visionen und das Zeichen an der Tür. Alle sagen mir, dass die kyrandischen Räder in diesem Raum sein müssen. Ja. Nur, das ist also der arme Knirps, der uns den ganzen Ärger gemacht hat. Fehlt eins. Eine leere Spindel. Ja, und die müssen wir erstmal finden. Und das wird jetzt richtig... das wird furchtbar. Wir müssen nämlich jetzt... Das war aber wichtig, erstmal da reinzugehen, dass wir überhaupt wissen, dass wir diese scheiß Spindel brauchen. Achso. Ja, sonst ist das ja irgendwie gut. Blöd. Also, ne? Da müssen wir jetzt einfach durch. Und du siehst hier, ne? Ja. Da hatte ich doch auch noch irgendwas mit links, Mitte, rechts und so ein Scheiß, ne? Musst mal gucken, wie du dich da durchwurschtelst. Ja, ich speichere das jetzt gerade erstmal ab. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht vorher gemacht. Folge 17, okay. So. Was ist überhaupt das Ziel bei den Dingern hier? Wie muss das aussehen? Das weiß ich nicht. Irgendwann hast du hier... Klingt lieber nicht rum, das ist bestimmt alles kaputt. Es sieht aus wie mein Freund Larry. Leisure Suit Larry Leffer. Ah ja, guck mal hier. Oh nein, das ist kaputt. Nein, ich muss das so machen. Okay, mach mal zurück. Ja, es ist ich versuche das mal zu entziffern hier. Rechts nach links. Ja, rechts, Mitte. Mitte. Links, Mitte. Links, Mitte. Rechts, links. Mhm. Mitte, rechts. Mhm. Mitte, links. Mhm. Rechts, links. Mhm. Rechts, Mitte. Mhm. Links, Mitte. Mhm. Links, rechts. Mhm. Mitte, rechts. Mhm. Links, Mitte. Ja. Rechts, links. Ach, warte mal. Links, Mitte. Rechts, links. Rechts, Mitte. Rechts, Mitte. Jetzt geht's. Ja. Links, Mitte. Ja. Rechts, links. Rechts, links. Mitte, rechts. Rechts. Mitte, links. Mitte, links. Rechts, links. Rechts, links. Mitte, rechts. Rechts. Links, Mitte. Mitte. Links, rechts. Links, rechts. Okay. Mitte, rechts. Mitte, rechts. Mitte, links. Ja. Rechts, links. Ja. Rechts, Mitte. Rechts, Mitte. Links, Mitte. Links, Mitte. Rechts, links. Links. Mitte, rechts. Mitte, rechts. Mitte, links. Mitte, links. Jetzt bleibst rechts nach links. Rechts, links. Jetzt haben wir es doch geschafft. Dieser Stock schon wieder. Für diesen Scheibenkleister, Scheißstock, Entschuldigung, sagt ja, ich habe dir jetzt das Wort abgewürgt, mussten wir dieses super oberdämliche Rätsel lösen. Ja? Es geht ja noch weiter, es geht ja noch weiter. Ach, wir sind noch nicht fertig, aber ich speichere das jetzt erstmal ab. So, das kann ich gerne sagen. Die müssen wir auch noch aufmachen. Was müssen wir jetzt machen? Ach übrigens, wir zählen hier übrigens keine Koalition auf, falls ihr euch wundert, wegen links, rechts. Nein, natürlich tun wir das nicht. Nein, sag's mir doch den Stein an, den Scheiben. Den Scheibenkleister. Ich überlege bloß gerade, ob wir jetzt von hier aus weitermachen dürfen oder von, also mit diesen, wie die Scheiben jetzt stehen. Denkt man schon, ne? Für das Letzte. Als nächstes muss das mittlere Ding aufgehen. Die müssen nämlich alle drei aufgehen. Okay, also weiter. Nee, den dritten brauchen wir, glaube ich, nicht, steht hier. Als hast du geschrieben, meinte ich. Hast du in die Liste geschrieben. Nur links und Mitte. Ja, also, wir brauchen den Stock, das weiß ich. Und wir brauchen ja noch
Dieses Zahnrad. Das Zahnrad, ne? Ja. Ja. Okay. Genau. Gut, okay, also links, Mitte. Links, Mitte. Hallo. Ja. Hm. Okay, links, rechts. Ja. Mitte, rechts. Ja. Links, Mitte. Ja. Rechts, links. Ja. Rechts, Mitte. Ja. Links, Mitte. Ja. Links, rechts. Ja. Mitte, rechts. Mhm. Mitte, links. Mhm. Rechts, links. Mhm. Mitte, rechts. Mhm. Links, Mitte. Mhm. Links, rechts. Mhm. Mitte, rechts. Mhm. Links, Mitte. Ja. Rechts, links. Links. Rechts, Mitte. Mitte. Links, Mitte. Mitte. Rechts, links. Ja. Mitte, rechts. Ja. Mitte, links. Ja. Rechts, links. Ja. Rechts, Mitte. Ja. Links, Mitte. Ja. Links, links, rechts. Ja. Mitte, rechts. Mhm. Links, Mitte. Ja. Rechts, links. Ja. Rechts, Mitte. Ja. Und links, Mitte. Das ja. Genau. Das ist nämlich die Reihenfolge in der Größe. Oh. Und, ja, also die müssen in der richtigen Reihenfolge der Größe angeordnet werden. Und wenn man das mal weiß, ist es gar nicht so schwer, aber es ist einfach furchtbar. So, wir speichern ab. Und ich glaube, mehr brauchen wir da auch in der Tat nicht. Nee. Nee. Mehr brauchen wir. Ich habe da nie mehr gebraucht als diese beiden Sachen, den Stock und das Zahnrad. Gut, also dann gehen wir wieder dahin. Oh, ich brauche mal dringend einen Schluck zu trinken. Das ist so aufregend, Leute. Ja. Und wenn ihr mich entschuldigt, ich kriege jetzt mal einen Herzinfarkt. Oh nein, bitte tu mir das jetzt nicht an, auf den letzten Metern dieses Spiels. Ja. Bitte, bitte nicht. Na, ich glaube, die schweren Brocken waren es hoffentlich, ne? So. Weil ich weiß nämlich auch nicht, ob ich jetzt das Ende gleich richtig mache oder ob ich erstmal dreimal sterbe. So, wir speichern das erstmal ab, ja. Weil ich musste mich in einer ganz bestimmten, ich glaube, ich muss hier rüberspringen. Ich muss erstmal das Zahnrad da rein tun. So, das ist schon mal gut. Speichert es bitte nochmal ab. Ja, ja, so. Und ich glaube, mich zu erinnern, den Stock da rein. So. Ach, sagst du. Gut, aua. Stöhnt sie, aha. Ach, Zantia. Aber das hier, Kurandia ist gerettet. Hurra! Juhu! Mein armer Stock! Ja, klack, klack. Hm. Die brauchst du auch nicht mehr. Was da kommt, krieg bitte keinen Herzinfarkt. Bitte nicht. Guck mal, die Hand mit unserem Pornomarke unterm Arm. Ja, das wundert mich nicht, dass es so platt. Kann ich noch speichern? Nein, scheiße. No! Ups. Okay. Okay, ich würde sagen, da muss man wahrscheinlich ausweichen oder sowas, ne? Bloß in welche Richtung, ne? Das ist eine richtig gute Frage, ja. Ich muss sagen, ich muss hier rüberspringen, ja. Drückst du den Boden nach links oder rechts? Nach links, wa? Ja, ich gehe dann mal nach links. Du bist mal nach links, wenn ich setze die Klette, machst du einfach die andere Richtung. Genau. Wenn ich mal auf gerade ist gerettet, ja, das wissen wir. Mein armer Stock. Ja, aber ich kann hier momentan auch gar nichts machen. Ich weiß auch nicht, wann ich was machen konnte hier. Ich habe gar keine Maus. Nee, wir kommen schon gleich, ne? Aufpassen! Ja, ich kann hier gar nichts tun. Ah, jetzt ist es. Doch, jetzt links, 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 links. Ja. Ja. Ah. Und du bist schon da, was? Ah, nochmal, nach rechts jetzt, oder wie? Ich weiß es nicht. Ah, scheiße, ja. Mal nach links springen, wa? Und nochmal, glaube ich. Mach! Ah, mach gut. Aber sie springt nochmal und? Ach, scheiße. Ja, das war's, okay. Aber ich glaube, wir kommen hier schon noch weiter. Okay. Was denn jetzt? Ich glaube, ich hätte nochmal nach rechts springen müssen. Nee, ich glaube, du musst auf die Hand drücken. Echt? Ihr müsst die beiden überwältigen bestimmt oder sowas. Also, wir tun jetzt einfach nochmal den Stock da rein. Und bei der ersten Möglichkeit, wo sie dann, bevor sie springt, kann ich vielleicht nochmal speichern. Ja. Ich glaube, bei solchen Beinsvorgängen sehen wir uns speichern. Das weiß ich nicht, ich versuch's einfach. Ja, okay. Mein armer Stock, ja, ist ja gut. So, weg damit, genau. Und jetzt kommt Land. Das hast du zwei von denen. Ja. Oh, nee. So, wo ist mein Maus? Wo ist mein Maus? Wo ist mein Maus? Komm, Maus, komm, Maus, komm, Maus, komm, 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 komm. Oh nein, wo ist mein Maus da? So. Nein, ich kann nicht speichern, ich kann nicht. Ah, nein, ich kann gar nicht speichern. Okay, das wollen wir wissen. Ja, hurra! Okay, also gut, dann. Warte mal, ich bin nach links gesprungen, dann nach rechts. Und das weißt du, was soll ich dann tun? Nee, hast du nicht zweimal links gesprungen? Nee. Oder hast du rechts gedrückt? Nee. Und dann glaube ich, würde ich auf die Hand gucken. Okay, mal. Also ich bin einmal hierhin, einmal dahin. Und dann bin ich wieder hierhin zurück. Genau. Okay, also wir versuchen es jetzt. Weil ich glaube, Marco die Hand verkloppt und du die da vielleicht mit einmischst, dann kann man die vielleicht das kann sein, ja. Ist nicht. Karania ist gerettet, ja, so halbwegs, aber noch nicht so ganz, wie wir jetzt schon dreimal erfahren haben. Genau, der arme Stock, schmeiß weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Spannung. Ja. Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Meine Maus stand da. So, das war schon mal gut, genau. Sehr schön. So. So. Und nach rechts war auch gut. Ja. Ja. Perfekt. Und jetzt auf die Hand drauf, meinst du? Nee, nee. Nicht? Nee, nochmal ausweichen.
Oder? Ach nee, doch, hast recht. Oh Gott, hast recht. Ich red Scheiße. Und? Ja, du stirbst doch, du Scheißhart. Was ist das denn? Ah, Marco schmeißt sie runter. Da ist er doch noch zu was nützlich. Und er zerfliegt sie in tausend kleine Federchen und Vögelchen. Sieht aus wie tausend. Ja, sieht auch so aus. Bah, wie widerlich. Schreibt sich übrigens auch ohne E vorne. Aber egal. Ja. Wenigstens ist Kiranda jetzt sicher. Ach, Marco, ja. Ach, Sandra. Ah, aber ich hätte das alles nicht machen sollen. Es ist meine Aufgabe, als eine junge blonde Frau so ein Abenteuer zu erleben. Hab ich gerade gehört. Danke für deine Hilfe, Marco. Ist ja wohl das absolut Mindeste, was ich hier von dir hören kann. Okay, Marco, danke für deine tolle Hilfe. Du warst dafür, dass ich so nützlich war. In diesem ganzen Spiel sowas von super nützlich. Oh, hör bitte auf, ich werde gleich rot. Erzähl mir doch was. Ich habe nämlich ein Pavian hinter. Ach so, okay, ich verstehe. Dann lass mich doch mal gucken. Auf jeden Fall hätte ich es ohne deine Hilfe niemals im Leben geschafft. Du darfst auf rumtrommeln. Okay, toll. Bist du jetzt glücklich, wenn ich das mache? Absolut. Ja, total. Komm her, Schätzchen. Lass uns nach Hause gehen. Zu mir. Ja. Ich habe draußen zwei magische Fallschirme versteckt. Marco, das hätte ich jetzt gar nicht von dir erwartet. Hat meine Mutti geknüpft. Oh, wie toll. Schätzchen, sagst du zu mir. Ja. Ich schätze dir auch gleich eins, du. Platsch. Okay, was jetzt? Okay, jetzt kommt der Abspann. Unseren Glückwunsch. Oh. Vielen Dank, dass Sie das Hand auf Fake gespielt haben. Hurra, wir haben es geschafft, ihr Lieben. Juhu. Wow. Boy. Junge. Ich hätte das gedacht. Oh Gott. Die reden ja noch selber. Ja, die reden jetzt auch noch selber. Jetzt geht der Ton wieder an, der Originalton. Ach so? Ist das wahrscheinlich so ein Teil des Abspanns? Ja, ist es auch, ja. Quack. How many times do I have to tell you? You're a toad. Ja, bist du Kröte, Junge. Das ist dein Job zu quaken. Ja, und kein Frosch. Da laufen noch die ganzen lieben Leute, die da mitgespielt haben. Das dürft ihr aber selber lesen. Brad W. Sperry kenne ich auch noch von Westwood. Der hat auch andere tolle Spiele gemacht. Welche denn? Strategiespiele zum Beispiel. Aber Command & Conquer glaube ich nicht. Ah ja. Ich glaube, der hat es gemacht. Ich auf jeden Fall war er später weg. Was? Mit Ohrschmalz als Köder. Pfui Teufel. Er ist genauso orange wie der Käse. Das Pfui Teufel. Muss ich auch probieren. Louis Castle auch bekannt. Was? Ernst? Wo waren denn da Ameisen? Haben wir was übersehen? Oh, Schafe. Mama, komm ich da sehen. Warum will hat das eh voll? Keine Ahnung. Geil. Ja. Wieder warten bin ich immer noch vollen, ja, wie kann ich das sagen? Unbehagen gegenüber diesem Spiel. Ja, es ist aber auch völlig verworren und verwurschtelt. Guck mal, da ist der Farmer Greenberry jetzt, der hat einen Job als Vogelscheuche. Boah. Ist ja nicht. Ja. Haben das Kreuz genagelt, genau. Sein Bruder von. Aber er hat's verdient. Und unsere beiden Obervollidioten. Das muss doch schon grün sein, das Sandwich. Oh Gott. Ja, man kann sich auch über so kleine Dinge streiten. Ja, ich finde auch, also das ist eins der verworrensten Adventures, die es jemals gegeben hat. Gibt noch welche, die sind noch schlimmer, aber das ist eins der schlimmsten. Da muss die Qualitätssicherung irgendwie entweder zu geschlafen oder wurde ein 100 dazu gesteckt, dass sie die Klappe halten sollen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Also, oder sie hatten keine. Tja, das wahrscheinlich ja. Oder die waren wie die Jungs da unten die ganze Zeit frei. Das kann auch sein. Aber ich will das nicht niedermachen. Yeah. Ist nur ein bisschen schade, finde ich immer noch, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Was da hätte noch. Cooleres hätte richtig toll werden können, aber es war so viel. Also es war überflüssig und in die Länge gezogen, ja. Und dann teilweise auch Rätsel, sage ich auch ganz ehrlich, wo ich auch nachgucken musste, ne? Ja klar. Bei den Logik, das ist ja keine Logik hinter bei den. Ja, bei vielen ne? nicht, nee. Ja. Die Spieler, ach so. Und ich entschuldige mich noch bei allen blonden Frauen. Ja, ist okay. Denke, sie werden es dir verzeihen. Wir verzeiht es ehrlich. Und das hatten wir natürlich alles abgeschaltet. Nein, das waren wir, The Quinlan 82 und ich, Marley 55M. Ja. Ja, haben einen tollen Job gemacht.
Das war schlecht, das hat Spaß gemacht. Ja, das war auf jeden Fall toll. Und sollte ich mich jetzt doch für Piranha 3, was ja nun noch schlimmer ist, entscheiden, was wir wohl für den Duo-Kanal geplant haben, dann bist du auf jeden Fall als Gastkommentator dabei, wenn du möchtest. Ey, cool, das ist ja nett. Klar. Das kann aber noch eine Weile dauern, ja, weil ich muss mich jetzt erstmal von diesem hier erholen. Ja, ich auch. Absolut. Was soll ich noch sagen? Aber am dritten macht nächstes Malcolm mit. Malcolm ist eigentlich ganz lustig. Ja, Malcolm ist auch schon bei dritten cool. Ganz schön der Beispieler geworden ist. Aber er, also teilweise nervt er mich auch. Und du hast ja dann in dem Spiel, das kann man zum Glück abschalten, immer dieses Studiopublikum, was dann so blöde lacht und klappt. Ja, genau. Das war das Erste, was ich ausgeschaltet habe, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, weil das war gut. Das sollte, ja, was das sollte, weiß ich auch nicht. Tierisch nervig, als ob du in irgendeiner, weiß ich nicht, TV-Show bist oder so, keine Ahnung. Ja, genau, so eine Sitcom. Ach, oder so. Furchtbar, genau. Also das fand ich ganz entsetzlich. Das finde ich schon im Fernsehen so schlimm, wenn so Sitcoms laufen und dann dieses dumme Gelache im Hintergrund ist, als ob ich nicht selbst lachen könnte oder auch ja, nicht. Ja, als ob man mir das vorsagen muss, weil ich zu lachen habe, ja. Ja, das hat mir, also das sind die amerikanischen Serien, da haben sie sowas aber schon ganz früh gemacht. Also ich kann mich erinnern an ganz frühe Serien, wo es das auch schon gab. Und wo ich dann immer dachte, was soll das eigentlich? Also es ist mir nie so. Vor allem, wenn es so geht, lachen die Amis ja bei jedem kleinen Wort oder was? Das überhaupt nicht ist, verstehe ich. Ja, keine Ahnung, also. Soll uns auch egal sein. Egal. Da, Joe Cookin, das ist der, das ist hier, wie heißt der nochmal, von Command & Conquer, der Kane spielt, der Glatzkopf. Da muss ich leider passen, weil ich das gar nicht kenne. Ja. Ach so. Aber macht ja nichts. Ja, muss mal googeln nach Kane und dann wird bestimmt gleich so ein Bild kommen von dem Vogel. Okay. Mach ich dann mal. So ein Glatzkopf mit dem Board. Oh, wie schön. Ja. Guck, und Brad Sting Rubber hat auch mitgemacht, der Quality Team. So ein großes Quality Team, sag mal, was haben die denn, wie haben geschlafen? Ja, die haben geschlafen. Oder Doom gespielt, wie es da steht. Das ist natürlich möglich. Tim Darkwolf Fritz, na sehr schön. Und Troy Leonard. Kenneth Exterminator Dunn. Sehr schön. Und vielen. John Williams sogar, guck dir. Der macht, John Williams stand da eben, der macht nicht nur Musik. Und vielen Dank nochmal ganz speziell an Barbara Richman, warum auch immer. Ja, weltbekannt, ne? Aber völlig, ja. Guck, von 94. Ach schade, das ist so zu Ende. 94 ja. Schon. Oh, das ist auch schon eine Weile her. Da war ich 12. Ich sag nicht, wie alt ich da war. Das kann man ja sicher ausrechnen. Nein, das sollen sich die Leute gar nicht ausrechnen. Guck mal, jetzt kommt nämlich noch die Vorschau. Ah, jetzt genau, ja. Ich liebe diese Szene. Die ist klasse. Spannend. Passiert da noch was? Ich hoffe es doch. Auf jeden Fall blitzt es. Ja, der Mond ist überdimensional, aber ja, egal. Ja, guck, da passiert was. Siehst du da, jetzt. Es lebt! So ein cooles Ende, toll, ey. Ne? Mensch. War nicht gut. Oh, und das Ende. War's leider schon. Ja, ihr Lieben, wir bedanken uns bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Ja, genau. Bleibt auf jeden Fall dran, guckt bei Quinlan rein, lohnt sich auf jeden Fall und schaut fleißig all unsere Let's Plays. Und ich danke für die Ehre hier mitzusprechen. Es hat riesen Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder. Sprechen zu dürfen. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank an Marlene und an alle Let's Player der Welt. Okay, und in diesem Sinne sagen wir vielen Dank, bis dann. Tschüss, bis dann.